JT, Real Moto bereitet offenbar seinen Abschied von den Miami Marlins vor. Sein Agent ließ nun wissen, dass die Zukunft des Catchers nicht im Süden Floridas liege. JT hat die Eigner und das Front Office der Marlins informiert, dass er keine Vertragsverlängerung in Miami unterschreiben wird, sagte Agent Jeff Berry gegenüber MLB Network Radio am Dienstag. Zudem legte er nach, wenn man eines der wertvollsten Trade-Assets der Liga hat, macht es Sinn, dieses auch zu nutzen. Berry ging sogar so weit zu sagen, dass Real Moto definitiv zum Start des Springtrainings eine andere Uniform tragen wird. Real Moto schlug in der abgelaufenen Saison 277 mit 21 Home Runs und 74 RBI und verdiente 2,9 Millionen Dollar. Er steht noch 2 Jahre unter Teamkontrolle und ist sowohl 2019 noch 2020 zur Arbitration zugelassen. 2021 wird er dann Free Agent. Wie ESPN berichtet, hatte Real Moto bereits vor einem Jahr um einen Trade gebeten. Der Bitte wurde aber nicht nachgekommen, nachdem man bereits einige andere namhafte Spieler abgegeben hatte. Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.